Der Angriff der Bundeswehr auf zwei Tanklastzüge in Kunduz im September vergangenen Jahres mit mehr als 140 Toten, der zieht immer weitere Kreise. Geheimdokumenten zufolge sollen zwei deutsche Kommandeure bereits kurz nach dem Luftangriff Hinweise auf zivile Opfer gehabt haben. Die entsprechenden Informationen eines Nachrichtenoffiziers seien aber später auf Anweisung der beiden aus dem militärischen Netz der NATO wieder gelöscht worden. Das zumindest berichtet Spiegel Online. Bundesverteidigungsminister zu Guttenberg sieht in der Veröffentlichung der geheimen Unterlagen einen schweren Rechtsbruch und erwägt, die Staatsanwaltschaft wegen Geheimnisverrats einzuschalten. Streit über Währungsfonds haben wir hier auch noch mal. Schreiben findet man heute auch in allen Zeitungen. Und dann finde ich total spannend in der Süddeutschen. Da kommt plötzlich ein Thema hoch. Guttenberg mildert Kritik an Schneiderhahn ab. Ein Thema, was wir eigentlich seit gefühlt ein paar Wochen nicht mehr so richtig diskutiert haben, zumindest nicht in den Zeitungen. Jetzt ist es wieder da. Es geht natürlich um Afghanistan, um die Kunduz-Affäre. Richtig. Und noch in diesem Monat sollen ja Schneiderhahn, also der frühere Generalinspekteur, und der Staatssekretär Wichert, die Guttenberg beide entlassen hat, soll ja vor den Kunduz-Ausschuss kommen. Und jetzt tritt Guttenberg den Rückzug an und sagt, naja, der Vorwurf, den er vorher erhoben hat, die hätten ihm vorsätzlich Unterlagen vorenthalten, den will er nicht mehr aufrechterhalten. Er will nur sagen, man hat ihm diese Berichte nicht gegeben, aber der Vorsatz, den nimmt er zurück, diesen Vorwurf. Und damit nimmt er natürlich ein bisschen die Brisanz auch aus diesem Auftritt vor dem Ausschuss nächste Woche. Aber da kratzt jemand quasi an seinem eigenen Bild, oder? Wenn er da plötzlich zurückrudert, denn da hat er ja richtig drauf beharrt. Absolut, und das ist auch nicht das erste Mal, dass Guttenberg zurückrudert. Erst fand er den Einsatz in Kunduz mit diesen zahlreichen zivilen Opfern angemessen, dann wieder unangemessen. Also er ist da gerade auf einem Zickzackkurs, wo das Ende auch noch nicht klar ist. Claudia Kade von der Financial Times, vielen Dank, dass Sie hier waren. Verteidigungsminister zu Guttenberg hat im Zusammenhang mit der Kunduz-Affäre einen weiteren General in den Ruhestand geschickt. Es handelt sich um den 54-jährigen Brigadegeneral Henning Haars. Der frühere Gruppenleiter im Bundeskanzleramt hatte sich nach der Entlassung von Generalinspekteur Schneiderhahn in einem Brief an Guttenberg gewandt. Nach Informationen der Zeitung Tagesspiegel hat Haars in dem Brief unter anderem nach den Gründen für das Vorgehen im Fall Schneiderhahn gefragt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundesverteidigungsminister zu Guttenberg erntet Kritik wegen der Entlassung von Brigadegeneral Haars. Er sei in den Ruhestand versetzt worden, weil er wegen der Kunduz-Affäre kritische Fragen gestellt habe, monieren SPD und Grüne. Haars hatte sich nach der Entlassung von Generalinspekteur Scheidehahn in einem Brief an Guttenberg gewandt. Inzwischen wurden Einzelheiten aus dem Schreiben bekannt. Die Entlassung kam prompt. Kein Kommentar vor der Kamera. Aus dem Ministerium hieß es allerdings heute gegenüber der ARD, der Brief des Ex-Generals Henning Haars enthalte, Zitat, massive Kritik am Minister, verbunden mit einer Rücktrittsforderung. Darauf habe man reagieren müssen. Es zeugt nicht von Souveränität des Ministers, wenn er einem General, der kritische Fragen stellt, das Vertrauen entzieht. Das eigentliche Problem geht aber tiefer. Wir haben zunehmend den Eindruck, dass der Minister selbst kein Vertrauen mehr bei den Soldaten hat. Ex-General Henning Haars erklärte gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio, er habe dem Minister einen persönlichen Brief geschrieben. Er habe wissen wollen, weshalb Guttenberg seinerzeit Generalinspekteur Schneiderhahn entlassen habe und seine erste Einschätzung, das umstrittene Bombardement von Kunduz sei militärisch gerechtfertigt gewesen, revidiert habe. Dass solche kritischen Fragen für ihn Konsequenzen haben könnten, sei ihm klar gewesen. Im Übrigen habe man Stillschweigen vereinbart. Haars hat wohl gefragt, warum Schneiderhahn entlassen worden ist. Das ist eine Frage, die weiterhin nicht geklärt ist. Der Minister hat mittlerweile seine dritte Erklärung auf den Tisch gelegt, warum er Schneiderhahn und Wichert entlassen hat. Das ist immer noch offen. Wir wissen nicht, warum Guttenberg die Leute entlassen hat. Zu Guttenberg erreicht die neuerliche Affäre jetzt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Denn kommende Woche befragt der Untersuchungsausschuss zwei brisante Zeugen. Ex-Generalinspekteur Schneiderhahn und den ebenfalls geschassten Staatssekretär Wichert. Dabei geht es um die Glaubwürdigkeit des Ministers und die Frage, waren die beiden Bauernopfer um die womöglich dramatische Fehleinschätzung des Ministers über die Bombennacht von Kunduz zu kaschieren. Wer eine Sache richtig beurteilen will, der braucht dazu handfeste Informationen. Auch der Kunduz-Untersuchungsausschuss des Bundestages braucht handfestes Material. Und erst recht, wenn es um die Aufklärung des Luftangriffes der Bundeswehr im afghanischen Kunduz geht.
Doch warum erhalten Mitglieder des Ausschusses wichtige Akten erst mit Verzögerung? Caroline Walter und Alexander Kobylinski haben recherchiert. Komisch, was den Willen zur Aufklärung angeht, haben wir Verteidigungsminister zu Guttenberg da doch noch ganz anders im Ohr. Ich habe im Zusammenhang mit dem Vorfall von Kunduz, aber im Zusammenhang mit dem Afghanistan-Mandat generell dem Parlament größtmögliche Offenheit und Transparenz zugesagt. Ich werde alles, was ich habe, dazu beitragen und alles, was mir an Unterlagen gegeben ist, dazu beitragen, damit dieser Untersuchungsausschuss auch zu anständigen Ergebnissen kommt. Mir geht es darum, dass alle Informationen dem Untersuchungsausschuss über diese Nacht zur Verfügung gestellt werden. Was hat er nicht alles versprochen? Schnell und vollständig sollte der folgenschwere Luftangriff von Kunduz mit vielen zivilen Opfern aufgeklärt werden. Wer hat welchen Befehl gegeben und wer hat die Öffentlichkeit und das deutsche Parlament falsch informiert? Genau das soll der Untersuchungsausschuss herausfinden, wenn er denn alle Akten zu dem Vorfall endlich hätte. Aber das Verteidigungsministerium lässt sich viel Zeit mit der Herausgabe von Unterlagen. Ausschussmitglieder wie Rainer Arnold sind verärgert. So langsam drängt sich der Verdacht auf, dass ganz bewusst langsam gearbeitet wird, damit wir eben vor der Zeugenbefragung nicht den kompletten Akteneinblick haben. Über die Hälfte der Unterlagen fehlen. Bereits Mitte Dezember stellte der Untersuchungsausschuss seine Beweisanträge und forderte alle Akten vom Verteidigungsministerium an. Kontraste liegt ein internes Schreiben vor, das zeigt, erst 2,5 Monate später, Ende Februar, erteilt das Ministerium überhaupt eine Weisung, wichtige Anträge des Ausschusses zu bearbeiten. Jetzt erst soll das Einsatzführungskommando in Potsdam Dokumente beschaffen, auch aus Afghanistan. Das kann dauern, denn im Moment wird gerade mal das Team für diesen Auftrag zusammengestellt. Wir zeigen Rainer Arnold das Schreiben. Wenn ich hier sehe, dass diese Weisung erst am 23. Februar ergangen ist, muss ich schon sagen, das ist eine grobe Missachtung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Und es wird noch mehr verschleppt. Minister Guttenberg scheint auch an der Aufklärung der Vorgänge im Ministerium selbst wenig Interesse zu haben. Es fehlen uns sämtliche Akten aus dem Büro des Ministers. Das gilt sowohl für die Arbeit des ehemaligen Verteidigungsministers als auch des aktuellen. Und diese Akten wären natürlich dringend, weil genau an dieser Stelle müssen wir ja untersuchen, hat Politik Einfluss genommen auf eine fehlerhafte, auf eine unzureichende Information des Parlaments. Nächste Woche sollen Ex-Generalinspekteur Schneiderhahn und der ehemalige Staatssekretär Wichert als Zeugen vernommen werden. Beide hatte Guttenberg entlassen. Jetzt muss geklärt werden, was wusste der Minister wirklich und hat er die Wahrheit gesagt. Doch auch dazu fehlen Akten, zum Beispiel der Brief von General Schneiderhahn an den Minister. Auf das Papier wartet der Ausschuss bis heute. Dabei müsste es der Minister nur aus dem Schrank holen. Wenn Akten eintreffen, dann meist viel zu spät. Und das hat Folgen für die Arbeit des Ausschusses. Es ist sicherlich ein Teil einer Strategie, Sand in das Getriebe der Ermittlungen zu streuen und auf der einen oder anderen Stelle auch auf Zeit zu spielen und darauf zu setzen, dass wir bei einer knappen Zeit zur Vorbereitung der Sitzung vielleicht nicht alle Details gleich erkennen. Auch Ausschussmitglied Tom Königs kritisiert die Verzögerungstaktik. Auf die Frage, warum viele Akten nicht kommen, kam aus dem Ministerium bisher nichts Konkretes. Das begründen Sie gar nicht. Da sagen Sie, ja, alles schwierig. Und das, was ganz am Anfang im Bundestag ja der Verteidigungsminister gesagt hat, ich habe Interesse an einer maximalen Transparenz, das hat sich nicht umgesetzt. Auf Kontraste-Anfrage heißt es nun aus dem Ministerium, man müsse bei vielen Dokumenten eine Einzelfallprüfung machen, ob man sie herausgibt, Teile schwärzt oder ganz geheim lässt. Zügige Aufklärung sieht anders aus. Anscheinend gilt beim Verteidigungsminister doch eine andere Devise. In einem so entscheidenden Fall in der Geschichte der Bundeswehr, da, meine Damen und Herren, hat der Bundesminister sich schon noch selbst das Recht herauszunehmen, zu entscheiden, was wesentlich und was unwesentlich ist. Was wesentlich und was unwesentlich ist, will der Minister also selbst entscheiden? Na prima, dann dürfen wir ja gespannt sein, was wir von ihm vor dem Untersuchungsausschuss demnächst zu hören bekommen.